Nutzerinnen einschreiben. Dazu ist es zuerst notwendig, dass sie in den jeweiligen Kurs gehen. In diesem Fall handelt es sich um den Kurs FB Einführung Lernraum Berlin. Gehen Sie dann auf Einstellungen, Nutzerinnen, eingeschriebene Nutzerinnen. Hier können Sie Nutzerinnen einschreiben, anklicken und hier können Sie nun Nutzer einschreiben. Geben Sie unten den jeweiligen Namen an, meinetwegen in dem Fall gebe ich einfach einen Namen Demo 77 an, es wurden 0 gefunden. Probieren wir 76, der wurde gefunden. Weisen Sie nun die entsprechende Rolle zu. Wenn Sie Schüler einschreiben wollen, dann geben Sie natürlich die Rolle der Schülerin. Sie können aber auch jede andere Rolle vergeben, Lehrerin und so weiter, wenn Sie einen Kollegen einschreiben wollen, um in dem Kurs mitzuarbeiten. In diesem Fall vergeben wir Schülerinnen die Rolle Schülerin, gehen auf Einschreiben und Sie können nun weitere User einschreiben oder Sie beenden die Nutzereinschreibung. Sie sehen nun, dass der Nutzer 76, Demo 76 eingetragen ist und der Demo 77 war bereits eingetragen, daher erschien er nicht mehr in der Suche. Sie können nun auch User wieder abmelden, indem Sie hier auf das X klicken. Sie werden nochmals gefragt. Klicken Sie auf Weiter und der User ist jetzt abgemeldet. Das gleiche machen wir jetzt auch mit dem Demo 76 weiter. Und der User 76 ist abgemeldet. Das ist die manuelle Einschreibung in einen Kurs.